heiße Waltraud. Da vorne komme ich mit der Kleiderschachtel. Darf ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen? So wie Sie mich hier sehen, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Der Traum, den eigentlich jede Frau träumt, vom schicksten, modernsten, ausgefallensten Kleid. Wenn man es nüchtern sieht, hätte ich mir den Traum gar nicht erlauben dürfen. Er war nämlich teuer, fast zu teuer. Aber was sieht man schon nüchtern? Dann dürfte man ja noch nicht einmal in Modejournalen blättern und zu wünschen beginnen. Genauso hatte er bei mir angefangen, mein Traum vom Kaminrock, der nun in Erfüllung gegangen war. Die Hefte liegen noch auf dem Tisch. Wie ich sie noch einmal durchblättere, fällt mir ein, was mein Mann gesagt hatte, als ich ihm die Fotos zeigte. Irgendetwas von Absatzförderung durch immer neue Bedarfsweckung. Aber auf den darf ich ja sowieso nicht hören. Der hat Volkswirtschaft studiert und sieht die Dinge immer anders. Ich habe jedenfalls meinen Kaminrock. Ich werde ihn gleich einmal anprobieren. Natürlich habe ich schon ein Cocktailkleid. Ein Abendkleid. Naja, und so ein gutes Dutzend ganz normale Kleider. Nur für die abendliche Party am Kamin hat mir noch was gefehlt. Der Kaminrock. Dummerweise haben wir in unserer Wohnung gar keinen Kamin, aber der Rock wird auch sonst wohin passen. Hier in die Bücherecke? Natürlich kann man nicht einfach so dumm rumstehen, wie war es doch in dem Heft. Man muss sich richtig hinstellen. Etwa so? Oder so? Oder so? Aber das ist auch nicht das Richtige. Wir haben Gasheizung. Vielleicht im Gaskamin. Da ist es etwas eng. Aber es ginge so? Oder so? Oder so? Aber so langsam werde ich kribbelig. Ach Unsinn, wir haben ja noch eine Hausbar. In den Heften standen sie auch in einer Bar. Das sah so aus. Oder so? Oder so? Bisschen ungepäm ist das schon so in dem Rock. Wo stehen die denn noch? An Pflanzen. Ha, der Gummibaum. Vielleicht so? Oder so? Oder so? Wirklich langsam ist es zum Verzweifeln. Ich habe nie gedacht, dass wir eine so unoriginelle Wohnung haben. Am Kamin. Aber wo soll ich nur einen hernehmen? Ich habe schon fast alle unsere Bekannten angerufen. Die haben auch keinen. Aber jetzt habe ich die Idee. Die Schneiderin. Egal, was mich der Kaminrock gekostet hat, sie muss ihn umarbeiten. Ja? Ja. Also nie wieder Kamin. Sie wollen versuchen, ob der Stoff sogar zu einem Kostüm langt? Teures Kostüm, aber egal. So hätte ich diesen verrückten Rock auch gar nicht tragen können.